Jo, moin moin liebe Freunde, hier ist euer Kuroki, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video ins Spiel Lost Ark. Durch den Stream bekomme ich viel die Frage, wie bekomme ich denn diese Material, wie bekomme ich die Upgrades Materialien, wie auch immer. Ja, in diesem Video geht alles um den Mats, Aufwertung und Content. So, ich schnacke nicht lang. Wir gehen direkt weiter. So, wir befinden uns jetzt hier in Rohendel und wie die meisten schon wissen, werde ich euch einfach trotzdem zusammenfassen. Ja, wenn ihr 50 seid, ja, habt ihr die Möglichkeit, durch die ganze Story bis zu Shushaya dann später zu machen, ne, in Kombination mit den ganzen Inseln. Ja, wenn ich jetzt schon mit dem Insel ankomme, korrekt, gewisse Aufwertungsmaterialien bekommt ihr durch den Insel. Dazu werde ich dann in Videobeschreibung eine Progression Guide, die ihr verfolgen kann. Der zeigt euch von welcher Insel, wie auch immer, so dass das für euch effektiv ist. Wenn ihr das verfolgt, dann habt ihr die Insel direkt mitgenommen. Alles, was ihr braucht, um die Sachen aufzuwerten. Ja, es ist eine sehr, sehr gute Richtlinie. So, habt ihr das, ne? Das bedeutet, ihr geht zu Shushaya, später hat die 302er Gearscore, ihr habt die Insel gemacht zum Beispiel. Ja? Alleine wenn ihr diese Insel die ganze Zeit gemacht habt, plus, nicht zu vergessen, bei EU-Release haben wir hier wunderschöne Welcome-Challenge und die gibt euch natürlich auch, ne, gewisse Materialien. Das sind auch noch eine Quelle. Viele vergessen das aufzunehmen, genau wie ich. Ja, das sind die zweite Sache. Dann irgendwann kommt ihr zu Chaos Dungeon. Könnt ihr machen. Das kriegt ihr zweimal pro Tag die gesamte Loot. Danach bekommt ihr diese zwei Sachen. Ja, die solltet ihr auch farmen. Warum? In den Chaos Dungeon steht immer diese Chaos Dungeon NPC. Wenn ihr darüber geht, ja, so, ja, habt ihr die Möglichkeit, diese Sachen pro Woche zu kaufen. Ja, das sind halt Grind, Grind, Grind. Und für die zweite Sachen bekommt ihr diese Zeug. Damit könnt ihr auch Schmuck farmen. Versteht ihr? Wenn ihr jetzt Schmuck, warum kaufen? Ihr müsst die ganzen Sachen machen. Farmt die ganze Zeug und dann bekommt ihr diese Schmuck, die gegebenenfalls für euch nützlich sein kann. Ja? So, fertig. Ihr macht Schmuck, ein bisschen farmen. Ja, ist, natürlich muss er die gewisse Gearscore erstmal erreichen, aber ne? Ihr könnt die Sachen hier, ihr muss nicht irgendwie alle Sachen so dann direkt kaufen, ja? So, das sind die zweite Ressource, Chaos Dungeon. Ja? So. Das ist aber noch nicht alles. Ja? Wir haben hier noch wunderschöne Guardian Raids. Die solltet ihr auch 2 Tage täglich machen. Die gibt auch wunderschöne Materialien. Ja? Die können die Chaos Dungeon mit Twink machen und die Guardian Raid mit Twink machen. Bei Guardian Raid mit Twink bekommt ihr diese Live Leapstone, die könnt ihr zu eurem Main rüberschieben. Bei dem Chaos Dungeon, wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass ich blind, bitte checkt das, kontrolliert das nach. Ich vermute, dass man diese zwei Sachen droppt und auch rüber drehen kann. Ich kann mich aber irren, ja. So, das haben wir gemacht. Chaos Dungeon, wir haben Insel besprochen, wir haben Guardians besprochen. So, was fehlt denn? Ja? Es gibt noch ein paar Sachen, ja, unter anderem den Tower, das kommen wir aber als letztes. Die Sachen, die ihr machen könnt, ganz, ganz easy. Je nachdem, in gewisse Gebiet, solltet ihr nach Story Dungeons umschauen. Weiß nicht mal, wo eine Story Dungeon ist. Hier, wir gehen mal dahin. Ich bin mir nicht sicher, ab wann das zählt. Ob es ab Nordbern schon zählt oder ab Shushaya oder ab Rohendel erst. Ja. So. Ich weiß, dass durch diese Sachen auch Materialien bekommen kann. Ja. Ich habe einmal bei den Dungeon gemacht. Und habe auch dort meine Belohnungen bekommen. Ja? Und zwar, wenn ihr die Story Dungeon macht,
habt ihr meistens die in Normal gemacht. Da kriegt ihr diese Kiste. Ja? Ich weiß leider nicht, ob das einmalig ist oder ob das er kann wie 1 per Charakter, ne, 1 pro Charakter. Ich kann aber dann rübergehen und hier gucken. 1 per Charakter, dann klicke ich auf die Hardmod und ich kann das auch noch kriegen. Ich krieg 8 Leapstone und oh, was sehen wir denn da? L Harmonisch Herz, 3 Stück. Das sind ca. 4500, ja, von dem Zeug. So, wir gucken mal jetzt noch eine andere Dungeon. Wo gibt's denn hier noch schöne Dungeon? Hm? Lucky Lucky. Sag mal. Bin ich zu blöd oder was? Hallo? Ich will eine Guide machen hier. Und brauch hier. Gehen wir mal hier hin, ne? So. Da gucken wir mal, ob das genau gleich ist. Ich habe nämlich nicht bei allen gemacht, ne? Diese Info bekommen auch die wenigsten mit, ne? Deswegen gebe ich euch das mit auf den Weg. Super, super wichtige Geschichte. Wir gehen rein. Dann seht ihr Onspa Charakter. Das bedeutet, ich kann dann hier nochmal gehen. Dann kriege ich hier nochmal 4 Leapstone und 2 und das auch einmal pro Charakter. Ich glaube, ich kriege beides. Ja. So. Das ist auch nochmal Onspa Charakter. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier richtig rechne, es sind 2 und hier ist 1. Ja? Wieder 4500 und ihr wisst, was ich meine. Guckt die ganze Story Dungeon durch. Ihr müsst die sowieso für euer Collectibles Geschichte hier machen. Macht das Ding. Ihr kriegt Materialien for free. Stabil. Ja? Haben wir auch wieder ein Häkchen gemacht. Ja? Was die viele nicht wissen. So. Insel haben wir besprochen. Die ganze Sache. Natürlich nicht zu vergessen, ihr habt gewisse Events, die ihr halt auch machen kann. Ja. Eine oder andere droppen auch Materialien. Hier zum Beispiel. Ja. Arnor Island. Das sind Kleinigkeiten. Ja. Aber wenn ihr die macht, kriegt ihr ein bisschen Gold, ein bisschen Materialien. Ja. So. Insel haben wir gesprochen. So. Habe ich was vergessen? Den Tower, das werde ich euch zeigen. Zap, zap, ab. Kurz Brainstorming, das ist ein spontanes Video, tut mir leid. Okay, wir gehen erstmal in die City, ja. Und gucken wir mal. In der Zeit überlege ich. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wenn ihr die Schmuck oder Ausrüstung generell zerlegt, ja, bekommt ihr ja auch Materialien. Dies gilt auch für die Materialien, die ihr mit dem Steinchen kauft, ja. So, will ich euch mal noch kurz so sagen. So, dann gehen wir jetzt natürlich auch noch, gehen wir zu den Abyss Dungeon. Ja, das ist eigentlich eher für Gold gemacht und sowas, ja. Nichtsdestotrotz, wenn ihr die Sachen nicht braucht, entweder ihr verkauft oder ihr könnt auch zur Not noch zerlegen, wie ihr möchtet. Ja? Nun kommen wir zu den eine wichtigsten Part, wo ihr sehr viel Materialien bekommt. Und warum ich euch sage, Thing von Anfang an mitnehmen. Den beliebten Tower. Wenn ihr den als erstes cleart, bekommt ihr immer nur einmalige Belohnung. Ja? So. Ja. So. Wenn ihr das aber auf dem Twink macht, ja, da wechseln wir mal auch auf die Schnelle. Ja, auf dem Twink bekommt ihr Abwertungsmaterialien. Ja, dann überlegt ihr, ja, aber ich habe doch Twink und das und dies. Was soll ich denn da machen? Ja. Ich befinde mich jetzt bei meiner Housing. Da werde ich dazu euch noch was Nettes sagen. Aber erstmal gehen wir ganz gemütlich
in die City. Ja. Und das ist eine von den Sachen, die er auch halt mitnehmen muss, ist den Tower. Ihr habt gewisse Sachen, wie gesagt, er kann ihr transferieren. Bedeutet, ihr könnt auch, aber wenn die Progress ein bisschen langsamer geht, aber euch dann dazu noch eine nette Boost gibt, ist, wenn ihr die Tower-Belohnungen anschaut. Ja? Wenn ihr jetzt als zweites Mal den Tower klärt, guckt mal, was ihr bekommt. Floor 1, 1000, dann 10 Leapstone, dann nochmal 5000 Harmony-Shards. Aufwertung. Ja? Dann seht ihr hier nochmal 1000, nochmal 10. Ja? Ja? Und dann hier nochmal 1000. Ja, das muss ihr auf 400 Gearscore, damit ihr das halt clearen könnt. Ja? Auf 400. Ihr müsst jetzt nicht bis 400 gehen. Ja? So, das bedeutet, the way to go, die ich euch sagen kann, ist, wenn ihr am Anfang bis 340 macht, dann könnt ihr die bis hierhin machen. Ja? Und Stück für Stück, wenn ihr von Anfang an gemacht habt, dann habt ihr kein Problem, die Sachen dann auf 380 hoch zu pushen. Ja? Was auch nicht schlimm ist. Dann braucht ihr das ein, zwei Tage, bisschen weniger. Ja? Aber wenn ihr seht, was ihr braucht, guck mal, bis 340 könnt ihr hier hingehen, 14. Ja? Guck mal, wie viel Harmony Shards Pack ihr bekommt. 1, 2, 3. 8. 9, 10, 11. Ja? Das sind sehr viele Materialien, ja? die ihr bekommen kann. Ja? So, und deswegen, wenn ihr das von Anfang an gemacht habt, bisschen Account, bisschen das und ja, wenn ihr sagt, ja, aber Account, Sachen, Aufwertungsmaterialien, ja. Das gleiche habe ich ja euch vorhin schon erzählt, dass ihr durch Chaos Dungeon diese ganzen Sachen machen. Das sind pro Charakter. Das bedeutet, ihr könnt dann zur Not euer Main, wenn ihr es Hardstack habt, rüber wechseln und den Twink hier boosten. Nehmt diese Sachen vielleicht, die zwei, vielleicht die kriegt man einfacher, ja. Aber nutzt das. Ja, das sind alleine 250. Ja, das sind Kleinigkeiten für die Waffe, aber das boostet euch. Ja, so. Ja, und wenn ihr das dann so macht, dass ihr dann die Tower, warum zeige ich euch die Tower als letztes? Ganz einfach, weil das solltet ihr genau als letztes machen, damit entsprechend, wenn ihr kurz vor 600 seid, weil bis dahin ist euer Twink schon ein bisschen gepusht. Ja, und ihr könnt dann die restlichen Materialien, the way to go to 600. Ja? So, jetzt noch einen netten Bonus. Ich war vorhin bei meiner Housing. Ja? Ich möchte euch zeigen, wenn ihr 600er Gearscore habt, ja, was ihr als erstes macht, ist genau diese Sache. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Ja? Es ist super wichtige Info, wenn ihr schnelle Progression machen möchtet. Ja? Dazu muss ich ein bisschen Live-Skill machen, ist nicht schlimm. Ihr drückt die Steuerung-Taste 1. Als erstes, was ihr macht, ihr geht auf Workshop und ihr müsst euer Lab Laboratory, wo ist diese Workshop Labs, euer Labs auf Stufe 2 machen. Das muss ihr machen, ja. So, und ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe das halt gemacht. Ja, das dauert circa eine Stunde. Wie findet ihr das? Ihr geht wieder auf Labs und dann ganz nach unten. Rostahelp steht hier. Ja, die eine davon ist genau diese Sachen. Hier 1 Level 302 Equipment Level 1 bis 15 Aufwertung. Earning Success plus 20%. Das bedeutet, ihr bekommt 20% Aufwertungschance. Die zweite, die ich danach mache, wenn das Ding fertig ist, kostet ein bisschen Geld, aber es worth it. Ja, es lohnt sich. Ich krieg hier 20%. Weniger Materialien. Honing, ja, das bedeutet, die Dinger benötigt ihr 20% weniger, was wiederum ins Spielverlauf euer Main viel, viel schneller hochpushen kann Richtung Tier 2. Das funktioniert aber nur, wenn ihr einen Charakter auf Stufe 600 Item Level habt und die Yon Quest abgeschlossen habt. Dann könnt ihr diese Sachen machen. Ja, deswegen
Und mit diesen Sachen kann ich dann meine Twing schneller auf die 600 bringen und die gleiche Prozess immer wieder machen. Zum Beispiel mit dem Tower. Ja, wenn meine Main kurz vor 1100, ja, dann ist die Twing mit dieser Methode schneller auf 600. Ja, und dann mit die ganze Basic und dann kann ich die Anfang 10 Stufe machen und damit den Ende mit meiner Main machen, um den letzten Feinschliff zu machen. Das gleiche könnt ihr dann später, wenn ihr Tier 3 seid, auch ne, für die Tier 2 Content machen, damit euer Tier 2, also euer Twing, später höher, schneller auf den Tier 3 Content kommt. Das ist einer Bonus, die ich euch geben möchte. Ja? So, ich glaube, ich habe so gut wie viele Möglichkeiten besprochen. Ja? Ich hoffe, dieses Video hilft euch und vorbereitet kann euch einigermaßen helfen, wo ich was, welche Materialien bekomme. Ja? Wenn ihr mich dabei live sehen möchtet, wie ich mal manchmal schwitze, ja, könnt ihr gerne eine Follow auf Twitch lassen. Alle Sachen werde ich in die Videobeschreibung reinpacken. Ich werde auch euch nochmal eine Level-Richtlinie Guide oder die ganze Insel oder diese ganze Sachen, ja, wo ihr durch diese Richtlinie Guide meistens auch in die Insel weitergeleitet und ihr auch diese Sachen dann nicht verpasst. Okay? Ich bedanke mich für Einschalten und wünsche euch natürlich eine wunderschöne Zeit in Lost Ark. Vielleicht laufen wir auch mal zusammen was. Ja? Ich wünsche euch was. Hau rein. Peace out.